Hier kann ich wohl. Okay. Aber zuerst schön Munition einsacken. Sag mal, Fat Boys, Splittermunition. Das brauchen wir jetzt dabei nicht. Gleich 100 davon. Brauchen wir ja nicht so geizig sein hier. Bad Boys, die sind auch sehr nützlich. Du mal gleich 56 kaufen. Und jetzt will ich ein paar Objekte verkaufen. So, da, aha. Aha, verkaufen. Werkzeuge, die behalten wir noch. Die Objekte, Konserven, Ölfässer, Benzin. Das bleibt mal Feltrit. $25 ist ja ein lächerlicher Preis. Wir sehen uns. Okay, cool. Okay. Aber soll ich jetzt? Jetzt gehen wir mal kurz zu Ghost unter Schlumpf. Weil da gibt es ja speziellen Secret. Ich glaube, das war das Secret, wo ich dann das Maschinengewehr bekomme. Bin aber nicht mehr sicher. Deswegen schauen wir mal dann kurz vorbei zu Ghost und der Schlumpf. Jawohl. Gehen wir mal kurz da lang. Hallo? Huch? Wo war? Okay, was war denn das? Na egal. Ghost Unterschlumpf. Oh, okay. Gehen wir nur einen kleinen Sprung hier. Das war das hier gewesen. Feltrit. Sammelkarten, Ghost Pistole. Na okay. Aha. Geh mal, darf ich bitte wieder zurück? Hallo? Danke. Danke sehr, dass ich wieder zurückgehen darf. Gibt's da was Neues? Okay, nichts. Okay, gehen wir dann wieder zurück. Und dann machen wir den Job für Dan Hagar. Hagar, 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 Hagar. Okay. Und holly hopp. Hoppili, hoppili, hopp, hopp, hopp. Hoppili, hoppili. Und steig ein. Und steig wieder aus und wieder ein. Ich bin der Autofahrer, Autofahrer, Autofahrer. Ich bin der Autofahrer. Vielleicht das schaffe ich diesmal. Ja! Yeah, Anfängersprung. Was? Lol, was war denn? Soll ich noch aufnehmen? Soll ich noch? Okay, ich tue noch aufnehmen. Wow, dann das jetzt gerade. Ah, durch die Zerstörung von den Viecher da bekommt man einige Dinger da. Objekte. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Na gut. What the? Was ist jetzt los? Ah! Fuck! Epic Face, sage ich einmal nur. Hallo, boah. Du bist tot. Boah. Was ist jetzt los hier?
Schnell nachladen und... Genau in die Augen! Kann ich jetzt... Cool, ich kann jetzt einfach durch. Was? Ah. Jetzt laufen! Kann ich, jawohl, 4 Dollar. So, jetzt wieder ab zu Den Hager. Hey Partner, wer ist der heißen Reifen? Lust mal über eine echte Rennstrecke zu heizen? Dann komm mal rüber. Ende. Okay. Hab meine eigene kleine Rennstrecke zusammengestellt. Lust auf eine Tour? Nichts Kompliziertes. Ja. Nur ein kleiner Kurs, auf dem ich gern Gas gebe. Wie wär's damit? Schlag meine Zeit, dann baue ich dir einen netten kleinen Turbo ein. Hast du Lust auf eine Runde? Cool. Klar, möchte ich. Viel Erfolg. Fahren. Klar. Cool. Okay, rede mit jedem. Es gibt eine Menge Jobs. Okay, cool. Jetzt anders hinsetzen. Okay, 45 Sekunden habe ich Zeit. Schlage durch. Ja, gleich. Einfach ran. Aber denk dran, der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Okay. Alles bereit? Schlag meine Zeit. Dann gehört der Turbo dir. Ich muss mich jetzt etwas konzentrieren bei den Rennstrecken, weil die sind ausgezeichnet schnell. Und ich hab's, glaube ich, jetzt verkackt. Und jetzt wieder zurück. Leck mich doch. Fett. Habe ich jetzt verkackt? Nein, nein, das will ich schaffen, das will ich schaffen, das will ich schaffen. Yes! Komm schon, 15 Sekunden. Ich brauche nicht mehr. Und. Ja. Nicht einmal 40 Sekunden. Jawohl. Boah. Okay, das war okay. Cool, danke. Ja. Jawohl. Bit Turbo. Ja, nicht schlecht. Boah, das war jetzt Adrenalin, ey. Ja. Sehr beeindruckend. Du bist ja ein echtes Naturtalent. Warte erstmal, bis der Turbo einsetzt, was dann mit der alten Kiste abgeht. Okay. Jetzt will ich aber jetzt bitte wieder zu Den Hager gehen und sagen, dass der... Hast du was? Du hast okay, du hast nicht. Hast du vielleicht? Na. Manu, wieso haben die Leute nichts zu erzählen? Ganz schön erzählen. Gibt's da? Nein, ist nur ein Scheiß aus. Servus. Großartig. Dank dir ist die Gegend für mich und meine Familie jetzt viel sicherer. Wir stehen in deiner Schuld. Da wir wieder sicher reisen können, dürfte sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigen. Würde dich gerne hier behalten. Einen wie dich können wir hier gut gebrauchen. Aber du würdest zu viel Aufmerksamkeit erregen. Das würde die Regierung auf den Plan rufen. Eine Bitte habe ich aber noch. Okay, was denn? Ich habe eine Nachricht für Clayton, den Bürgermeister von Wellspring im Osten. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Unsere Reserven gehen zur Neige und er hat Hilfe versprochen. Wir müssen unsere Vorräte auffüllen, bevor die Banditen uns wieder abschneiden. Kannst du das machen? Okay. Moment kurz, jucken. Okay, natürlich. Ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann. Denk dran, dein Buggy hat keine Waffen. Wenn du auf Banditen stößt, mach dich einfach nur in Richtung Stadt aus dem Staub. Dort ist